Wir starten einfach mal, ich glaube, die dritte Folge in der Luft. Ja, muss die dritte Folge sein. Und zwar ist Niederwörresbach doch ein etwas weiter weg. Und da wir hier ein Gewässer haben, was, warum es denn hier schiffbar ist, müssten wir auch ein bisschen weiter drüber gehen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich irgendwann hier so irgendwo hier drüber kommen. Mit einem Fluss oder hier rüber. Und uns dort dann irgendwie da verbinden. Das machen wir aber nicht jetzt, irgendwann mal, weil dafür brauchen wir ein bisschen mehr Geld als nur 3,5 Millionen. Heißt, wir werden heute auch nochmal Niederhilbersheim verbinden. Jetzt seht ihr euch aber nochmal erstmal, was ich hier gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich zoome mal ein bisschen ran, holy shit, das war ein bisschen zu viel. Das ist nicht mehr ganz so rauscht. Wir haben keinen Kredit mehr, das heißt, das, was wir hier haben, ist safe. Zwischenzeitlich haben wir knapp 800.000 mal verdient gehabt und so weiter. Ich habe es einfach mal angedeutet, dass die Straße hier ins Aus geht, was wir halt leider nicht haben durch den Fuppa. Aufgrund, jetzt muss ich gucken, welches Schiff das hier ist. Ach, welches Schiff, welches Achievement das hier ist. Das haben wir natürlich jetzt halt auch erreicht mit Transportmedien mehr. Warum ist denn? Betreibe eine Linie, auf der alle verfügbaren Straßenfahrzeuge verkehren. Straßenfahrzeuge würde ich ja sagen, ne, weil hier Straßenfahrzeugdepot ist. Ist es Dorst im Moment? Auf der eine Linie, auf der alle? Warum denn nur eine Linie? Das bin ich verwirrt. Ich habe auf alle Fälle jetzt hier einen alten Kunststadt, glaube ich. In der alten Kunststadt werden wir Postkutsche und also alle Passagierfahrzeuge halt fahren lassen. Das hat mich gedacht, das verwirrt mich jetzt gerade doch eine Linie und alle. Ja. Das sieht halt, so sieht es halt aus. Dann werden wir das so machen, dass der Zug 1 niemals verkaufen. Wir werden die Züge ausstatten mit einem weiteren, mit einer weiteren D1-3, beziehungsweise, ich bin gerade am überlegen, zukünftig werden wir es auf alle Fälle so machen, dass halt der Zug 1 auf dieser Linie zwischen Altenkunststadt und Rohrbruch weiterhin verläuft, halt nur auf dem linken Gleis. Alles weitere, so gesehen, das ist dann die Museumslinie oder wird dann die Museumslinie werden. Und alle anderen werden dann woanders verkehren. Auch wenn es komisch klang, aber so war es gemeint. Heißt, wir holen uns einfach mal zwei D1 Drittel, wie auch immer. Checken die mal einfach ins Depot. Und werden danach, wenn wir das Ganze durch haben, wir haben es ja schon gekauft und da können wir es eigentlich schon fast planen. Wenn wir hier die Strecke weiter verlaufen lassen, wie sieht es denn mit den, nee, Höhenmeter wollte ich haben. Und es ist ja schon eine ziemlich gerade Strecke, würde ich sagen. Also eine ebene Strecke. Und verbinden dann Niederhilbersheim. Hier irgendwo, weil wir. Ach Gott, das ist natürlich auch ein scheiß Ort hier, ne? Mit dem ganzen Farmland. Da müssen wir halt uns hier irgendwie danach so. Oder mit dem Tunnel vielleicht später, wenn wir genug Geld dafür haben. Aber wir werden auf alle Fälle Niederhilbersheim verbinden. Und dann auch mit. Vermutlich mit einem. Eine dreifach gekoppelte Güterzuglokomotive mittlerer Leistungsfähigkeit des preußischen. Okay, das ist. Okay, das heißt vermutlich dann auch mit Börsig. Weil. Börsig? Nehmen wir Börsig? Börsig? Das ist eine gute Frage jetzt. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ein Zucker von 65 Kilonewton. Das ist halt die Frage. Wurde die BR89 Preuß T3 auch für den Personenverkehr genutzt?
Oh. Und schicken den auf alten Kunststadt Rohrbruch. Okay, Bangus ist nach unten und auf Rohrbruch. Betrachten wir das Ganze einfach mal als. Sollten wir eben warten. Betrachten wir das Ganze einfach mal als. Als Nichtgüterzug, einfach aus dem Grund, weil. Hier halt eine Güterzug-Lokomotive steht. Deswegen nehmen wir einfach mal nicht. Ist halt die. Boah, ist halt die Frage, nehme ich wahrscheinlich doch lieber. Lieber dann zwei Borsigs, oder? Ich meine, die Zugkraft ist hier zwar stärker als hier, aber. Das kostet dann natürlich auch wieder was, ne? Ordentlich was. Aber das verbinden wir jetzt einfach mal gleich fix. Ja, wir packen einfach mal den Bahnhof schon mal hin. Vielleicht auch weitergehen. Ah, wie weit sind wir? Schon auf dem Rückweg hier. Dann fahren wir einfach weiter. Dann verbinden wir den ganzen Spaß. Wobei wir müssten das ja wahrscheinlich nochmal upgraden, sicherheitshalber. Gleis 2. Ich meine, genügend Geld haben wir jetzt mittlerweile gerade. Und dann verbinden wir das ganz einfach mal. Wir verbinden erstmal die Straße. Haben wir die Straße und dann. Schon mal so verbunden, dann noch ein Straßen. Nein, das wollte ich machen, ein Straßendepot. Zack. Und dann platzieren wir schon mal die Haltestelle, machen dort eine Linie, damit es dort auch schon mal ein bisschen vorangeht. Dann eine neue Linie. Hier nach dort. Dann geht's hier rum. Ist aber rechts noch auf der linken Seite. Auf der beiden Seiten. Und dann geht's nach dort, dann hier zurück, nach dort und dann dahin. Das ist. Oh Gott. Niederhilbersheim 1, L1, so, zack. Straßenfahrzeuge kaufen. Fangen wir direkt mal hier mit an. 1, 2, 3, 4, 5, zack, und dorthin. Und dann verbinden wir den ganzen Spaß mal. Mal diese Linie. Zack, zack, zack. Ja, es passt. Dahin müssen wir treffen. Verbunden. Das brauchen wir eigentlich nicht. Noch nicht. Muss ich nur dran denken, dass ich nicht habe. Dann eine neue Linie von Rohrbruch Hauptbahnhof wieder Hilbesheim. Rohrbruch Nieder. Oh Gott. Hilbesheim.
Little Bear Slime, nevermind. Und wollen wir eine Linie machen? Was wollte ich nochmal machen für eine Linie? Zwei Borsigs wollte ich nehmen, genau. Borsig 1, 2. Abteilwagen, oder? Ah, bis Radarzeit. 1, 2, 3. Wie lange waren die Bahnen für 140 Meter, oder? 160. Das ist auch wirklich gerade wieder teuer, ne? Das ist auch mal 11 oder ist mit Breichen, oder? Oder? Gehen wir doch auf 136. Ja, 136 ist ja auch Postende. Horbuch in der Hildesheim. 99 passen rein. Mich würde interessieren, wie schnell die Züge jetzt hier kommen. Okay, das muss ich gleich nochmal testen. Ich hab was vergessen. Moment, wir gucken uns einfach nebenbei den hier an, wie der hier vorankommt. Denn wir sollten das zumindest verbinden. Dann kann er jetzt auch wieder fahren. Okay, es geht runter auf 27, 26. 20, 18, 15, 14, ist schon am Kämpfen. Vielleicht haben wir noch ein paar mehr anzupacken müssen. 12, aber immerhin schneller als, keine Ahnung, wie viel es sonst war. Geht zumindest schon mal flotter voran. Da ist natürlich auch echt ein steiler Weg, ne? Schon sehr steil hoch. Spannend jetzt. Okay, der muss warten. Perfekt. Wir nehmen schon mal 8 mit. Gehabt hier, okay, 32, 34, gut, wir kämpfen uns ja auch schon ein bisschen hoch, aber es geht fix voran. Und höre ich nichts mehr. Okay, 45, aber wir halten das Tempo schon mal gut. So, die Frage, linienmäßig 122 Sekunden brauchen. Ach nee, gar nicht wahr. Hier, da, 13 Minuten. Hm, ja. Aber gut, hier, wir müssen vielleicht noch ein paar mehr Züge auf die Strecken schicken. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Betriebskosten pro Jahr 462.000. Uff. Was sagt denn die Linie, was wir hier was pro Strecke 2.000 pro Kilometer, okay. Das
fahren wir nur mit 5 wieder zurück. Und bis die Linie hier Geld einbringt, das dauert natürlich noch ein bisschen. Eine Rate. Was hat es denn mit der Rate auf sich? Sind das so die ungefähr Jahresdurchsatz pro Station? Pro Station? Okay. Nevermind, in Hoherbruch haben wir das. Mit allen Fahrzeugen. Na gut, wollen wir einfach mal gucken, wo es uns danach hin verschlagen könnte. Ich würde ja schon was behaupten. Höhenprofil an. Oh, das ist halt bescheiden hier. Bergstrecke wäre möglich. Oder ich würde fast sagen, wir stecken einfach mehr Züge hier auf der Strecke. Und auf diese Strecke machen wir noch ein zweites Gleis. Steckt da einen weiteren Zug rüber, weil. Okay, hier warten nicht so viele, aber. Ja. Okay, ein paar mehr neue Fahrzeuge. Ich weiß nicht, soll ein Zug auf einen Höhenmeter von 400 Meter packen. Ist auch noch ein Szenario, ne? So ein Ding. Muss wieder hier rüber, oh Gott. Na, vielleicht können wir ja mal hier einen Güterzug rüber transportieren. Aber ich denke, das könnte sein, dass wir das. Dass wir halt beim nächsten Mal halt hier noch einen weiteren Zug oder vielleicht zwei weitere Züge auf die Strecke schicken. Alten Kunststadt Hoherbruch, 6 Minuten 17. Zwei vielleicht noch drauf. Hier auch, also vielleicht die Strecke noch erweitern. Ein zweites Streckendings ranpacken, vielleicht. Steigert das dann auch die Nutzung und so weiter. Was haben wir denn hier für eine Nutzung? 34%, 27%, 32%. Wirkung steigen. Oh, plus 21 haben wir jetzt. Plus 21, 21 Leute haben wir jetzt hier drin. Boah. Einfach was für die ganze, das Ganze ein bisschen steigern, vielleicht nehmen wir ein paar mehr Züge auf die Strecke schicken. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, gerne mit Tipps und sagt auch immer Vorschläge in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.